was hüpft die denn so? Wie geil. Moin Leute und seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 LSPDFA. Wir sind heute im schicken B6 unterwegs, der Polizei Rheinland-Pfalz. Und wir haben auch schon unseren ersten Einsatz. Und zwar wird hier ein Laden ausgeraubt, soweit ich das verstanden habe. Ne, eine Gasstation, oder? Ja. So. Dann würde ich sagen, stellen wir uns mal ganz frech hier hin. Taser haben wir in der Hand. Wie sieht's aus? Okay, keine Bedrohung, dann sind die wahrscheinlich hinten drin. Dann wollen wir doch mal nachschauen. Guten Tag. Die sind hinten, alles klar. Vielen Dank für die Information. So. Guten Tag. Alles klärchen bei ihm. Alles klar, er hat sie erwischt. Okay, sie hat Sachen im Wert von 263 Dollar gestohlen. Das ist nicht einfach, bla bla bla. Sie hat ihren Job verloren, was weiß ich was. Ne? Ja, und sie musste es versuchen. Da kann man sich auch wieder einen Job suchen oder andersweitig legal arbeiten, aber Clown ist jetzt nicht so das Geile. Das verstehen Sie doch sicher, oder? So. Sie kommen dann einmal mit mir raus. Und dann werden Sie die Kollegen abholen. Danke für den Anruf, Ladenbesitzer. So, dann würde ich sie noch einmal bitte schnell durchsuchen. Das wird möglich sein. Alles klar, einmal eine Personenabfrage machen. Und die darf sich dann hinsetzen. So, alles klar. Und dann gibt es einen Transporter für sie. So, wir sind dann Code 4. Und dann können wir auch schon weitermachen in unserem schicken B6 der Polizei Rheinland-Pfalz. Sehr schönes Fahrzeug. Und dann schauen wir mal, was wir noch so für Einsätze hier heute bekommen. Alles klar, wir haben unseren nächsten Einsatz. Und zwar ist hier möglicherweise ein Autounfall und wir müssen jetzt mal anrücken. Der Callout heißt möglicher Autounfall, das heißt, es ist anscheinend nicht sicher. Wir werden es jetzt sehen. So. Oh ja, hier ist doch ein Autounfall. Alles klar. So. Hände hoch. Polizei, Hände hoch. Ganz ruhig, ja? Ganz ruhig. Auf dem Boden. Wenn sie hier einfach die vorschlagen, ne, das geht ja jetzt auch nicht. Also nur weil die in ihren Autounfall verwickelt war, das geht nicht, ne? Also müssen sie mal ein bisschen nachdenken, ja? Sie machen das Ganze ja nur noch schlimmer. Wap, 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 wap. Sie dürfen sich einmal hinsetzen. Einmal runter mit ihnen, ja? So, junge Frau. Nicht weinen, ne? Nicht weinen. Komm. Alles wird gut. So. Sie kommen auch einmal mit auf dem Boden. Dankeschön. Sie sind auch vorläufig festgenommen. Bis wir das hier geklärt haben. Ja, sie dürfen sich auch einmal wieder hinsetzen. So, ich werde dann mal das Fahrzeug ein bisschen zur Seite schieben. Beziehungsweise zur Seite fahren, wenn es noch möglich ist. Damit hier der Verkehr wieder
laufen kann. Okay, das Fahrzeug lässt sich gar nicht mehr starten. Habe ich mir schon fast gedacht, so wie das Fahrzeug aussieht. Dann gibt es hier schon mal den ersten Tow Truck. Und zudem noch einmal ein Playcheck. Damit ich Bescheid weiß. So. Drake. Alles klar, sie waren nicht Drake, ne? Waren sie Drake? Ich mache einmal eine Personenabfrage bei ihnen. Das ist auch nicht Drake. Ha. Und was ist bei ihnen los? Josh Quick ist auch nicht Drake. Ah. Bei ihm ist alles okay. Bei ihnen läuft die Lizenz ab. Beziehungsweise ist abgelaufen. Alles klar. Sie kommen dann sowieso einmal bitte mit auf die Wache. So, sie beiden werden dann abgeholt. Für die weitere Klärung hier können wir das jetzt nicht klären. Das wäre ein bisschen ungünstig. Da hinten kommt auch schon der Transporter. Jetzt machen wir hier nochmal die schön schicken Warnlichter an. So. Alles klar, jetzt kommt der Transporter hier nicht durch. Ey, das glaube ich ja nicht. Ah, da muss ich wieder Platz machen. So. Jetzt sollte es aber klappen, oder? Jetzt können sie vorbeifahren. Ach komm, den kleinen Schlenker wirst du hier doch wohl machen können, oder nicht? Das glaube ich doch jetzt nicht. Das passt doch vorne und hinten. Aha. So. Das geht mir jetzt hier auf den Sack. So, runter. Transporter, du darfst jetzt bitte kommen. Kollegin, du kannst wieder abrücken. Was hüpft die denn so? Wie geil. Was macht die denn da? Betreiben sie ein bisschen Sport, bevor sie ins Gefängnis kommen, oder was ist hier los? Wie geil. Oh, jetzt hat sie aufgehört. Jetzt kann sie nicht mehr. Sie ist außer Puste. So, hier gibt es noch einmal bitte einen Abschleppwagen. Und jetzt müsste der Transporter aber mal langsam... Also, die inkompetenten Kollegen schon wieder, ne? Ehrlich. Das geht mir schon wieder auf den Sack hier, ehrlich. So. Jetzt ist hier genug Platz. Fahr. Kollegen, fahr. Leute, fahrt. So. Raus mit dir, Mann. So. Alles klar, die Leute sind weg. Wie auch immer, sie sind weg. Ist mir jetzt auch scheißegal. Wir sind jetzt Code 4. Irgendein Kollege wird die schon mitgenommen haben, ne? So. Was war das schon wieder für ein Einsatz, ey? Meine Fresse. Das war ja schon wieder... Ehrlich. Und GTA stürzt ab. War ja sowas von klar. Alles klar, wir haben unseren nächsten Einsatz. Und zwar hat ein Officer den Panik-Button gedrückt. Da müssen wir jetzt so schnell es geht hin. Alles klar, ich höre Schüsse. Alles klar, wir brauchen nochmal dringendst Unterstützung. Ich habe Schüsse gehört. Alles klar, da ist ordentlich was los, Leute. Ordentlich was los. Ich muss hier einmal bitte durch. Dankeschön. Jetzt machen wir auch mal die doppelten Sirene an hier. Anscheinend ist unser Kollege wirklich in Not. Vorsicht, einmal, ich muss einmal durch. Alles klar, ist der Kollege jetzt tot oder was? Was ist hier los? Alles klar, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier los ist. Wo ist der Kollege? Vorsicht, Polizei, 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 Polizei. Vorsicht, bitte nicht rammen. Dankeschön. Das ist ein neues Dienstwagen. Ein neues Dienstwagen, ja, genau.
Okay, die Leute rennen hier weg. Da ist der hier oben? Wo ist der Kollege? Okay, oh, sorry. Ja, jetzt habe ich die Scheibe kaputt gemacht. Ja, hat sich dann wohl erledigt, oder? Dafür haben wir hier einen, den wir mal direkt rausziehen können. Guten Tag, Polizei, einmal bitte anhalten. Och, Junge. Ja, nein, Alte. Ja, genau. Ne, jetzt ist hier Ende im Gelände. Raus mit dir, du Vogel. Raus. So, ne, das reicht mir jetzt. Also, ne. Sie sind festgenommen, das weiß ich jetzt schon mal. Allein wegen dem Unfall da vorhin, wo sie das Auto gerammt haben, dann hier quer über den Bürgersteig gerast, fast eine Frau überfahren. Ne. Ich durchsuche sie jetzt erstmal. Und dann mache ich eine Personenauffrage. So. Ja. Murdoch. Ja. Was ein geiler Name. So, License expired. Sie werden einmal bitte mitkommen. Transporter ist für Sie auf dem Weg. Ihr Auto wird erstmal abgeschleppt. Die Kosten müssen Sie selber tragen. Ist mir egal. Sie kommen in den Knast. Ne, das geht nicht so. Denken Sie mal über Ihre Tat nach. Ne. Da sind die Kollegen im schicken Opel Zafira. Die holen Sie dann ab und dann hat sich's erledigt mit Ihnen. Alles klar, wir haben unseren nächsten Einsatz und zwar ein gestohlenes Polizeifahrzeug. Mal wieder, passiert in letzter Zeit häufiger. Mal schauen, was gestohlen wurde. Ach, der schicke Opel Zafira. Ja, moin. Dann halten wir den gleich doch mal an. Ein Polizeifahrzeug hält ein Polizeifahrzeug an. Das ist doch mal was. Dann dürfen wir auch direkt mal wieder drehen und die Polizei... Beziehungsweise die Person in dem Polizeifahrzeug flieht. So. Nicht die Polizei flieht. Das wäre jetzt ein bisschen komisch. Ach, Kollegen, warum? Das war ja jetzt mal sowas von unnötig, Kollegen. Also, die zeigen sich auch mal wieder von ihrer besten Seite, was das Fahren angeht. Guten Tag. Einmal bitte stehen bleiben. Ich glaube, die Person will nicht stehen bleiben. Einmal Roadblock und einmal Nagelbretter. Oh, komm schon. Jetzt aber. Ja, ganz schlau, Kollegen, dass ihr es da hinten macht und nicht hier auf der großen Straße. Ja, das ist mal wieder typisch, ehrlich. Also... So, Schussfreigabe, mir reicht's jetzt hier. Bevor der jetzt zum Strand weiter ranfährt. Nee. Alles klar, der hat Personen angefahren, Raus mit dir. So. Kollegen, ihr dürft die Festnahme gerne übernehmen. So. You're mine now. Kollege, dann nimm ihn aber auch fest jetzt. Ja, geht doch. So. Der T6 ist im Arsch, der Zafira ist im Arsch, der Passat ist teilweise im Arsch. Gut, der Zafira kommt erstmal in die Polizeiwerkstatt, würde ich sagen. Weil so kann die Polizei ja nie auf Streife gehen, ne? Das wäre ein bisschen ungünstig. Wird die keiner ernst nehmen. Alles klar, wir müssen uns jetzt richtig beeilen. Shots feiert auf Zivilisten. Am Pier, das endet nicht gut. Deswegen müssen wir hier jetzt mal so schnell es geht anrücken. Ich gebe mein Bestes mit dem Passat. Vorsicht.
Vorsicht, 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 Vorsicht. Shots feiert, Leute, Shots feiert. Bitte alle weg. Bitte alle weg. Alles klar, wir werden beschossen. Brauch einmal bitte sofort den Panik-Button. Hallo. Panik-Button. Zivilisten werden angeschossen. Zivilisten werden angeschossen. Shots fired. Shots fired. Ich brauche sofort Unterstützung. Kollegen treffen nach und nach ein. Wo ist der Schütze? Wo ist der Schütze? Da ist der Schütze. Shots fired. Schütze down. Schütze am Boden. Alles klar, Schütze am Boden. Ach du Scheiße, was hatte der denn vor, ey? Holy shit. So, wir schauen, ob hier noch mehr Leute sind. Alle bitte weg. Alle weg. Alle weg hier. Alle weg. Alle sofort den Pier verlassen. Alles klar, wir brauchen hier einmal ein paar RTWs, würde ich sagen, für die Zivilisten. Oh. Für die Zivilisten. Gut, den Einsatz nehmen wir jetzt mal nicht an, wir sind hier noch teilweise beschäftigt. Gut, anscheinend alle Terroristen tot, beziehungsweise war ja nur einer. So. Alles klar, der Kollege rückt schon wieder ab. Alles klar. Schönen Feierabend, wa? So. Ich glaube nicht, dass die RTWs nochmal gedenken zu kommen, oder? Ah, nee, die haben da was anderes vor. Gut. Suicide Attempt übernehmen wir, machen wir sofort. Hier rufen wir einen Gerichtsmediziner. Och, dieses Radio, ey. So, Gerichtsmediziner. Wow, ich kann keinen Gerichtsmediziner rufen, ernsthaft? Da, Corona, so. Jetzt aber. So, und jetzt müssen wir uns ganz schnell über den versuchten Selbstmord kümmern. Vorsicht, 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 Vorsicht. So, direkt Code 3 weiter. Oh. Sorry, Vorsicht, Leute, Mann, ich hab doch hier zwei Sirenen an, Mensch. Also wie taub muss man denn bitte schön sein, ehrlich. Was? Auf der Polizeistation? Da glaube ich ja jetzt nicht. Wie ist die Person denn überhaupt da hochgekommen? Oder ist das ein Kollege, der keinen Bock mehr hat? Einmal bitte aufmachen. Danke. Ah, oh, ich kämpfe mich hier durch, so. Guten Tag. Was haben wir denn hier? Oh, falsche Taste. So, guten Tag. Ich muss doch mit Ihnen reden, oder? Ne, mit Ihnen muss ich hier reden. Hallöchen. Hey, alles klar. Was geht ab? So. Okay, wir müssen schnell nach oben, damit wir Sie überreden können, nicht zu springen. Alles klar, das kennt man ja, ne? Die Frage ist, wie komme ich darauf? Ah ne, es gab mal so einen Einsatz, wo die Polizeistation übernommen wurde. Könnten wir eigentlich auch mal wieder machen, ne? Muss ich mal gucken, ob ich den Einsatz irgendwie noch habe. Aber ich erinnere mich, hier waren überall Treppen. Alles klar, und ich habe gerade mal eben eine Waffe eingesammelt oder was auch immer das war. Ja, moin. So, ich nehme mal lieber einen Taser mit. Ich hatte doch mal einen. Och, Leute. Naja, okay. So. Alles klar. Was nehmen wir denn? Ich verspreche, dir wird es besser gehen. Ihr Mann wartet unten. Ihr Mann wartet unten. Alles klar, safe ist er jetzt tot. Ja, er ist tot. Alles klar. Alles klar, sie müssen runterkommen und wir reden dann. Okay, sie möchte hier bleiben, alles klar, dann soll sie das auch gerne tun. Sie sind ein richtiger Psycho, ja.
Ich will ihnen helfen. Was kann ich tun, um sie zu unterstützen? Go fuck yourself. Nein, nein! Alter, wie man noch die Schreie gehört hat. RIP. Ja. Ey, ey! Ich werd beschossen! Was ist das denn für eine Scheiße? Was war das denn jetzt? Aua. Alter, ich wurde doch gerade beschossen. Ich bin doch nicht behindert. Bist du geistig behindert, Alter? Kollegen, tut doch was. Das ist so unfassbar, ey. Unfassbar ist das. Und die Sanitäter tun auch nichts. Ja, die Frau liegt da. Okay, die ist wahrscheinlich sowieso nicht mehr zu retten, aber trotzdem. So, Corona wird gerufen. Was bist du denn für ein Vogel hier? Ja, hier nochmal. Die Frau. RIP. Rest in Peace, ne? RTW ist auch schon eingetroffen. Ja, sie müssen nur die Frau behandeln. Daraus wird wahrscheinlich sowieso nichts mehr. Aber den Typen auch, Leute. Ihr wollt ihn doch jetzt nicht ernsthaft wiederbeleben. So, Code 4. Was hat der Kollege hier für ein Problem? Ah, da ist gar kein Kollege drin. Ha, interessant. Okay, ich würde sagen, das war's dann mit der Folge GTA 5 LS PDFA. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Schaut gerne auf meinem Discord vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.